Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, ich hoffe zuallererst mal, dass der Ton ein bisschen besser ist. Ich schaue auf 3 Meter mal, keine Ahnung, riesige Schallschutzvorhänge. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser ist, dass der Hall weg ist. Ja, worum geht's heute? Analoger Look, analogen Look kreieren. Ihr kennt das. Also mir geht es oftmals so, dass die Bilder halt so digital sind, diese digitale Schärfe, und man sucht ja immer nach irgendwelchen charaktervollen Möglichkeiten, das zu verändern. Man arbeitet vielleicht mit Presets, man versucht es in der Bildbearbeitung ein bisschen cinematischer, ein bisschen filmischer zu machen. Und da bin ich auf ein Plugin aufmerksam geworden, Dehancer. Und das gucken wir uns heute mal an. Also das ist wirklich großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes, Filmkino. Von daher, ich zeige euch das. Und ja, dranbleiben. Hoffentlich spannend. Ja, moin, ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, nicht nur durch meine Liebe zur Schwarz-Weiß-Fotografie und ja, immer versuchen, einen charaktervollen Look zu erstellen, habe ich natürlich in den letzten Wochen viel das Netz durchforstet und ich bin auf ein Plugin aufmerksam geworden. Dehancer heißt das. Alles gibt es unten in der Videobeschreibung. Und das ist ein eigenständiges Programm. Es ist ein Plugin, das es für Capture One, Lightroom, Affinity Photo gibt. Da gibt es einmal Dehancer Photo. Dann gibt es Dehancer Film, das ist dann sozusagen das Plugin für DaVinci Resolve, für Final Cut Pro, für Premiere. Und seit neuestem gibt es bei denen auch jetzt eine App fürs iPhone. Also alle Möglichkeiten, um seine Bilder zu bearbeiten. Die Idee und was man so lesen kann, sind das nicht einfach nur, ja, Presets, sondern die haben einen riesen Aufriss um diese Filme, diesen Filmlook, ich sag jetzt mal Aqua, Kodak, Fujifilm, zu reproduzieren und das also auch wirklich praktisch im Labor erstellt, umzusetzen dann für die digitale Fotografie. Sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Wenn ihr mal auf die Seite guckt, dann findet ihr dort vieles, wie die das machen, was der Hintergrund ist und so weiter. Im Dehancer Photo, das Plugin für Lightroom, was ich euch vorstelle, sind 63 Filmprofile drin. Viele alte Bekannte und auch viele rare Filme. Und man hat unzählige Möglichkeiten, dort halt zu arbeiten. Von all diesen Dehancer-Programmen, Pro, Film, iPhone-App, kann man, um das kennenzulernen, und damit arbeite ich jetzt aktuell auch gerade, sich eine Testversion runterladen, sodass man so ein bisschen mal überhaupt erstmal schauen kann, ist das was für ein, macht das Sinn, nutze ich das, und da empfehle ich auf jeden Fall mal drauf zu gucken. Und wenn man mal guckt, das wurde bisher über 104.000 Mal runtergeladen, also so schlecht kann es nicht sein. Und eins vorweg, das ist es ganz und gar nicht. Also wirklich eine ganz, ganz großartige Geschichte. Ich habe das ja für mich auch festgestellt, ab und zu mal einen analogen Film durchzuhauen, das macht Spaß. Aber da geht es dann schon los, dass ich es verschicken muss, dass ich es wegschicke, dass ich warten muss, dass ich. Und ich habe ja schon gerne irgendwo gleich so. Ich finde immer, wenn man vom Fotowalk kommt, man ist noch so im Flow drin und man möchte dann im Grunde arbeiten. Und eine gute Alternative stellt dies Dehancer Foto dar. Und ich würde sagen, mal für ein Bild, was ich mal rausgesucht habe, hinten seht ihr noch mal einige Bilder, die ich damit bearbeitet habe. Aber jetzt nehmen wir uns mal ein Bild vor. Wechseln mal in Lightroom Classic und schauen uns das einfach mal alles an. Also viel Spaß für ihn ab. Wir befinden uns jetzt in Lightroom Classic, und ich habe jetzt mal einfach hier exemplarisch ein Bild genommen. Das Bild ist zurückgesetzt. Ist eine Nachtaufnahme hier, die ich gemacht habe. Alle Einstellungen sind zurückgesetzt und damit arbeiten wir jetzt mal. Um in den Dehancer zu kommen, jetzt mal im Entwickeln-Modul Rechtsklick, Bearbeiten in Dehancer Lightroom Plugin. So, jetzt öffnet er dieses externe Programm und das ist halt genau das Thema. Es ist ein externes Programm und ihr seht, da finde ich dann letztendlich mein Bild. Wir gehen mal ein bisschen der Reihe nach durch, weil
Ich habe hier natürlich viele Möglichkeiten. Logisch, in der Mitte sehe ich mein Bild, mein Originalbild. Auf der linken Seite oben habe ich einerseits Profile oder halt auch Presets, je nachdem. Und kann halt zum Beispiel bei Profilen sagen, kann auch eigene Profile, eigene Presets anwenden. Auch das ist selbstverständlich möglich. Aber vom Original aus gehen, zum Beispiel gehe ich jetzt mal hier und kann schon mal auf den ersten Blick, und ihr seht, da passiert gleich schon mal richtig was, die verschiedenen Sachen durchgehen, um mir so einen Überblick zu verschaffen. Das ist sehr schön. Das ist ein Fujichrome Provia 100F Kodak auf Endura Glossy Papier. Dazu kommen wir später. Und so kriege ich hier natürlich jetzt mal so eine Übersicht. Was gibt es hier? Was kann ich hier machen? Und ich kann natürlich, wenn ich nachher diese Presets verändert habe, jederzeit halt eigene Presets anlegen oder auch hier natürlich eigene als Favoriten abspeichern. Auch das ist natürlich möglich. Hier oben dann neben Profil und Presets kann ich halt ausblenden, das heißt mein Bild größer machen. Ich komme in die Einstellung, ich kann rückgängig machen, was natürlich ein sehr wichtiger Schalter ist, wenn ich mich mal verdaddelt habe. Ich habe diesen Inspektor da unten, den ich ein- und ausblenden kann. Ich kann reinzoomen und hier beliebig halt hin und her gehen. Und ich habe jederzeit hier oben mit dem Preview die Möglichkeit zu sagen, Ursprungsbild, also das, was wir rübergeholt haben und wo sind wir halt jetzt. Und dann halt das Ganze abbrechen und es geht zurück zu Lightroom. Okay, dann wird die Version, die wir hier dann bearbeitet haben, gespeichert und es geht dann in die praktisch Bibliothek in Lightroom zurück. Und dann haben wir natürlich hier jetzt den ganzen Bereich, wo wir reingehen können ins Detail. Die Profile und Presets zum Beispiel, wenn ich auf Profile gehe, sehe ich halt hier oben jetzt zum Beispiel alle Filmtypen. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Hier seht ihr über Aqua, Fujicolor, Ilford, Kodak und auch einige natürlich auch exotische und alte Filme, die hier simuliert werden. Die ganze Liste, so dass ich sagen kann, okay, ich gehe jetzt direkt mal auf den Fuji Velvia hier unten. Ach, da waren wir, glaube ich, sogar. Ich nehme mal den Aquacolor. Ja, und dann bin ich hier halt auch und kann dann, wie gesagt, hier auch noch Push und Pull, wie zum Beispiel im Entwicklungslabor. Ich kann unterteilen und sage, zeig mir nur alle Color-Negativfilme, die ich mir halt hier anzeigen kann. Oder zum Beispiel alle Black and White. Auch das natürlich möglich. Und ja, so kann ich die dann halt letztendlich auswählen. Also eine Riesenauswahl an Vorgefertigten. Seht schon, die Liste ist lang, so dass man da mal durchgehen kann. Und natürlich auch letztendlich die direkte Anwahl der Filme, so dass ich eine Idee kriege. Oder ich unterteile es mir, wie gesagt, hier oben in Black and White, Color Positiv, Motion Picture, Fuji Eterna Vivid, Kodak Vision 3. Also ihr seht schon. Allein eigentlich wirklich mit einem Klick habe ich hier schon einen wirklich coolen Look. Einen entschieden haben, ich habe ja jetzt mal diesen Fuji Eterna Vivid genommen, 500 hier. Das gefällt mir ganz gut für das Bild. Dann kann man jetzt natürlich sagen, ha, das passt schon so, dann gehe ich auf letztendlich OK und das Bild geht zurück in Lightroom, in die Bibliothek, so wie es jetzt hier ist. Wie gesagt, ich kann immer noch mal hier oben mit Preview. Das war das ursprüngliche Bild. Das ist jetzt mit dem ausgewählten Profil. Auf der rechten Seite geht es natürlich ans Eingemachte, denn hier kann ich jetzt noch alles verändern. Das heißt, ich habe natürlich, ich übertreibe jetzt alles hier ein bisschen, damit ihr es sehen könnt, natürlich noch die Belichtung anpassen. Ich könnte Temperatur der Farben, ihr seht, in den rötlichen Bereich, ich will das Ganze eher kalt machen, wie auch immer. Kann ich angleichen. Ich habe hier nochmal global, wenn ich es ein bisschen mehr, noch mehr so in den Vintage-Gelb-mäßigen haben will, alles möglich.
Ich habe die Möglichkeit, was ich vorhin sagte, hier zu sagen, sozusagen das Ausgangspapier wird simuliert, auf was das Bild ausgegeben wird. Ich glaube, wir waren auf dem Hochglanz, genau. Das kann ich halt auswählen und hier dann auch nochmal letztendlich nochmal in Kontrast, Belichtung, Sättigung und reingehen. Also diverse Möglichkeiten, dann dieses Bild nochmal anzupassen. Dann habe ich halt natürlich den Bereich Film Grain, also das Korn, und das ist halt auch eins der absoluten Stärken hier vom Dehancer Plugin, weil man sieht schon, es wird nicht global angewendet, sondern ich kann halt wirklich, übertreibe jetzt mal, sagen, mach das mal auf die Schatten, auf die Mittöne, Highlights und auch dieses sogenannte Farbgrain könnte ich alles halt hier explizit auswählen. Natürlich die Größe, wie gesagt, das ist jetzt hier alles sehr übertrieben, aber sonst denke ich, sieht man es nicht. Ja, und dann kann ich mich daran tasten und sagen, okay, komm, wie möchte ich es haben? Und immer wieder überprüfen und mit Preview, wie gesagt, immer wieder überprüfen, wie ist mein Ursprungsbild. Und allein das ist natürlich schon ein Riesen-Highlight und das macht diese Bilder einfach organischer, lebendiger, nicht mehr so digital scharf, wie man es halt kennt, sondern die kriegen halt Charakter und das finde ich halt super. Zwei der weiteren Highlights sind die Bereiche Halation und Bloom. Schalte ich mal aus. Das ist halt, ja, dieses zum Beispiel um die Lichtquellen leuchten. Eigentlich sind es ja so wie Objektivfehler, die hier simuliert werden. Aber das kann ich natürlich auch, um das alles so ein bisschen strahlender zu machen. Wenn ich jetzt mal sage Halation, gibt es hier unter einen Maskenmodus, wo ich halt sehen kann, welche Bereiche hier betrifft es denn, und auch die kann ich dann natürlich wieder noch rausarbeiten, anpassen und dann, ja, ich mache es mal an und aus. Nation. Ja, könnt ihr das? Ich hoffe, man kann das ein bisschen sehen, wenn man mal vielleicht hier auf die, hier auf diese Anzeigetafel halt achtet. Wenn ich das, jetzt ist der Effekt aus, jetzt ist der Effekt an. Aus, auch mal so die Lichter an. Also wirklich eine coole Geschichte. Darunter Bloom-Effekt. Das ist dann, man jetzt sehr schön hier in diesen weißen Bereichen. Auch da findet nochmal so ein Strahlen. Können wir mal sehen. Auch hier kann ich natürlich wieder anpassen. Mal sehen, ob ich das auch mal komplett übertreiben kann. So, jetzt müsste es also richtig strahlen. Ja, genau. Aus der Effekt. An der Effekt. Ja, und das sind alles so subjektive Geschichten. Gerade so in den Lichtern hier oben, wenn man hinten das Auto sieht, linke Seite, hier die Schilder. Ich mache jetzt mal das ursprüngliche Bild. Das war wieder unser Ausgangsbild, wie man es halt kennt. Scharf, ja, ein digitales Bild. Und jetzt kriegt das Ganze halt Charakter. Zu guter Letzt hier unten gäbe es noch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Vignette einzusetzen. Klar, je nachdem, wie man, seht ihr hier, wie man das halt möchte. Auch da kann ich halt natürlich hier anpassen. Also alle Möglichkeiten zu sagen, so soll es sein. Und wenn das dann passt, könnte ich mir das zum Beispiel als eigenes Preset halt abspeichern und sagen, jo, das ist es. Und wenn ich dann sage, okay, so, bumm, ist das Bild jetzt drüben wieder in Lightroom, wo ich theoretisch natürlich auch noch hier ganz normal weiterarbeiten kann und habe dann hier mein Bild. Wie gesagt, das ist jetzt alles ein bisschen sehr übertrieben, aber ich denke, sonst kann man das nicht sehen, was halt dieses Programm halt leistet. Ja, das mal so als kleine Einführung. Es gibt sehr viel mehr Videos, die da ins Detail gehen und jeden Regler erklären, aber ich denke mal, hier ist entscheidend, wie ist denn das in der Praxis, was bringt das
Und ich finde halt, dass die Bilder dadurch, wie gesagt, nicht vielleicht gerade das, lebendiger werden, organischer werden, nicht mehr so steril werden. Und gerade wenn man so ein bisschen hier so in den cinematischen Look oder allgemein arbeitet, ist es halt wirklich ein Kracher. Also allein diese drei Effekte, Vignette, Bloom Halation und halt die Möglichkeit mit dem Film Grain sind halt echt, echt klasse. Ja, wie ich finde, sehr umfangreich. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht machen kann. Ihr habt es ja gesehen, das war jetzt echt nur ein kleiner Auszug, mal so ein Schnelldurchgang. Wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, wenn man sich eigene Presets erstellt, kann man, finde ich, seinen Bildern, egal mit was sie gemacht worden sind, wirklich auch nochmal eine besondere Handschrift verleihen. Und auch wenn der Workflow über das Öffnen des externen Programms und so weiter, Kopien erstellen, es dauert etwas länger, okay, aber es lohnt sich, weil ich finde, die Ergebnisse unterscheiden sich doch deutlich von den digitalen Bildern, wenn man das möchte, wenn man das mag. Ich für meinen Teil finde das sensationell, auch für die Schwarz-Weiß-Bilder dem Ganzen nochmal so einen Touch zu geben, der manchmal gar nicht so wahrnehmbar ist, aber wenn man dann wirklich sich die Bilder mal eins zu eins im Vergleich anguckt, einen ganz eigenen Charakter kriegen. Und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ihr könnt euch eine Testversion runterladen, ihr könnt das ausprobieren. Dennoch hatte ich mit den Jungs von Dehancer vom Team da halt Kontakt und wer möchte, findet unten in der Videobeschreibung, weil ich auch noch Fragen zum Programm hatte und, findet ihr einen Promocode, der ist unbegrenzt. Also wenn ihr das kaufen möchtet, egal welches, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung auf den Promocode gehen und bekommt 10%. Und 10% ist da, finde ich, schon mal echt ein guter Ansatz bei dem Programm. Darüber hinaus habe ich festgestellt, ich hatte mir diese Version schon mal deutlich früher angeguckt, die verbessern das auch ständig. Es kommen Funktionen dazu, es kommen neue Filmsimulationen dazu. User können Presets dort sozusagen einreichen, die dann plötzlich im Programm auftauchen. Ich weiß noch, Andy Grabo hatte mal ein Video gemacht, da gab es das Histogramm noch nicht, das ist jetzt unten da. Also die entwickeln das auch ordentlich weiter. Also von daher, guckt es euch mal an, wenn es interessiert. Das ist sicherlich sehr speziell. Ich finde es wirklich klasse, ich werde es nutzen. Ich werde sicherlich auch mal vielleicht die Dehancer Film für DaVinci Resolve nutzen. Aber dazu muss ich einfach erstmal wieder mehr filmen, dann werde ich mir auch da mal die Testversion runterladen. Und euch das, wenn es interessiert, auch gern mal zeigen. Also, ich finde eine dufte Geschichte, was sehr Besonderes. Ihr könnt ja mal schreiben, wer es kennt oder wer es sich vielleicht mal anguckt. Wenn Fragen sind, gern. Ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Einblick halt von dem Programm finden. Und ich würde sagen, ich zeige jetzt noch mal ein paar Bilder, die ich damit gemacht habe, bearbeitet habe. Und wie gesagt, alles andere unten in der Videobeschreibung. Okay. Ich hoffe, es war wertvoll. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich wünsche euch was Schönes. Werdet und bleibt gesund. Und ich hoffe, wie gesagt, dass der Ton jetzt schon mal deutlich gedämpfter ist und nicht mehr so hallig wie in den ersten Videos. Okay, bis die Tage, ihr Lieben. Und tschüss.